Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe heute das letzte Video für dieses Jahr und ich habe mir einiges gedacht und auch sehr viel Mühe gegeben. Ich habe vorher schon einiges mitgedreht, werde euch dann eben immer etwas zu dem Produkt so ein bisschen mit einblenden. Es geht auf jeden Fall um meine Jahresfavoriten und ich habe sehr lange nachdenken müssen. Ich habe auch jetzt vor dem Schminken wirklich alles so gut es geht zusammengepackt, was aber wirklich nicht einfach war. Vor allem, was es mir am schwersten gemacht hat, ist einfach, mich auf ein paar Produkte zu beschränken. Ich habe wirklich versucht, so wenig wie möglich zu nehmen. Und ihr wisst aus meinen anderen Ranking-Videos, wo ich halt eben euch High-End- oder Drogerie-Produkte vorgestellt habe, dass es mir extrem schwer fällt, mich auf unter drei Produkte zu beschränken, weil ich halt eben mit meiner neuen Selbstständigkeit, die halt eben YouTube ist, auch sehr viel Make-up austeste und auch immer wieder neue Sachen probiere und mich auch mehrmals am Tag schminke. Und ja, das macht es dann einfach ein bisschen schwierig, sich auf Favoritenprodukte zu beziehen. Ich habe aber dennoch einige und würde auch direkt damit anfangen, damit das Video nicht allzu lange wird. Dann fangen wir mal an. Hier sind auf jeden Fall auch einige Produkte mit dabei, die ihr noch nicht so oft in meinen Videos gesehen habt, vielleicht auch noch gar nicht. Ich hoffe aber, dass ich es noch schaffe, diese Videos hochzuladen, bevor das hier online kommt. Das kommt aber wirklich drauf an, wie das jetzt alles ablaufen wird. Es ist aber definitiv so, dass ich mir wirklich Gedanken drum gemacht habe, welche ich wirklich oft benutzt habe. So an den Anfang des Jahres kann ich mich gar nicht mehr so gut erinnern. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich mich da, glaube ich, nicht so oft geschminkt habe. Beziehungsweise vielleicht halt immer mit den gleichen Sachen. Und das hat eben folgenden Grund, denn ich habe ja erst mein erstes Video am 20. April 2021 hochgeladen. Also ihr könnt erkennen, ich bin noch gar nicht mal so lange auf YouTube tätig. Und das führt halt eben auch gleichzeitig dazu, dass ich halt wirklich mich nicht so wirklich an die Zeit vor YouTube erinnern kann, was total bescheuert eigentlich ist, aber es ist halt wirklich die Wahrheit. Ich habe auf jeden Fall die genommen, die mir jetzt im Gedächtnis geblieben sind. Egal, ob ich sie jetzt schon lange habe oder noch nicht. Andererseits auch welche, mit denen ich mich allgemein oft geschminkt habe. Und ich denke, damit würde das auch alles insgesamt passen. Ich mache das auf jeden Fall so. Ich zeige euch das so Kategorie für Kategorie, wie ich halt eben mein Make-up auftragen würde und halt eben auch dieses Make-up hier geschminkt habe, denn ich habe dafür nur meine Favoriten genutzt. Ich würde auf jeden Fall sagen, wir fangen da mal an mit den ganzen Primern und Hautpflegeprodukten. Ich habe das jetzt einfach mal alles zusammengeschmissen, weil ich tatsächlich für mein normales Make-up als Routine einige Schritte habe. Mit was ich meistens anfange, ist das hier. Das ist von Love, so ein Under-Eye-Treatment. Und das ist halt eben auch so mit einem kühlenden Applikator und hat halt eben auch so eine Konsistenz, dass man halt auch so ein bisschen Farbe mit dabei hat. Und die Farbe ist wirklich perfekt für meine Hautfarbe. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Hautfarben aussieht, aber bei mir ist es wirklich perfekt, weil es so leicht rosé ist und damit meine dunklen Augenringe richtig perfekt nochmal abdeckt. Deswegen bin ich wirklich sehr begeistert von diesem Produkt. Ich hatte das, glaube ich, mal bei Flaconi oder Parfüm Dreams oder so. Da hatte ich das aber auf jeden Fall jedes Mal mitgeschickt bekommen. Aber bei jeder Bestellung gab es halt eben eins davon dazu. Ich habe euch jetzt mal ein bisschen näher rangeholt, damit ihr einfach auch die Produkte ein bisschen besser sehen könnt. Was ich danach immer mache, ist von Elemis dieses Superfood hier aufzutragen. Das ist so unfassbar glowy und ich liebe es. Es ist zwar nicht so glowy wie das Produkt, was ich euch danach zeigen werde, aber schon ziemlich. Also die Konsistenz ist ziemlich hart, würde ich behaupten, aber es schmilzt dann wirklich mit der Körperwärme. Und ich denke, ihr könnt erkennen, also es hat wirklich Glow mit drin. Und ich bin eigentlich nicht so der Mensch, der gerne Glow mag, aber bei dieser Creme finde ich das so gut. Also ich trage die teilweise wirklich auch sehr oft, wenn ich mich mal an einem Tag wirklich gar nicht schminken will oder wenn ich nur die Augen schminken will, dann benutze ich das als Foundation-Ersatz. Was danach bei mir zum Einsatz kommt, ist von Erf dieser Prep Anti-Drate Balm. Das ist so ein Stift. Ich muss auf jeden Fall noch gucken, ob ich davon noch was finde, weil der ist schon fast leer. Der hat halt so eine blaue Konsistenz und eigentlich soll der hydrating sein, aber irgendwie ist er das zwar auch, aber ich habe auch das Gefühl, dass er meine Poren verschwinden lässt. Aber ich weiß nicht, ob das nur Einbildung ist. Letztendlich geht es aber darum, er ist super pflegend und das gefällt mir tatsächlich sehr, sehr gut. Deswegen benutze ich den auch immer vorher, also bevor ich dann Make-up und alles drüber gebe. Als nächstes kommt dann bei mir immer von Akko dieser Glow Booster. Das hier habe ich in PR zugeschickt bekommen, das ändert aber nichts an meiner Meinung für das Produkt. Ich benutze es tatsächlich sehr, sehr gerne. Das hat so eine richtig schöne Konsistenz. So sieht das Fläschchen aus. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber ich habe schon wirklich
viel davon benutze. Ich denke, hier kann man es sehen. Also dafür, dass ich allgemein nicht viel mein Gesicht pflege und das ja auch ein Serum ist, benutze ich das wirklich sehr, sehr oft. Ich zeige euch jetzt gerade mal hier so ein bisschen die Konsistenz. Das läuft hier richtig schön runter. Es ist jetzt nicht so glowy, das andere, was ich euch gleich zeigen werde, aber ich denke, ihr könnt hier an meinen Händen erkennen. Wenn ich das darin verreibe, dann wird es schon ziemlich glowy und das spiegelt sich halt dann auch auf der Haut wieder. So, jetzt habe ich mal kurz meine Hände von dem Glow befreit. Also ich kann euch wirklich das hier sehr ans Herz legen. Mir gefällt das sehr, sehr gut. Die hatten mir das damals zugeschickt und hatten gemeint, ich kann dazu gerne ein Video machen, wenn ich möchte. Nur wenn es mir gefällt. Und ich habe mehrere Produkte auch von denen bekommen. Das hier ist aber wirklich mit einer meiner Liebsten, muss ich ehrlich zugeben. Dann habe ich hier noch eine Sache, die ich aber allerdings momentan auch nicht so oft benutze, weil ich eigentlich kaum das Haus verlasse. Und zwar ist das hier ein SPF mit 50, was halt eben mattierend ist. Die anderen Sonnencremes, die ich da habe, sind alle mega, mega glowy. Und ich liebe es, das dann drüber zu geben und einfach zu wissen, dass es dann vielleicht doch nochmal ein bisschen abmattiert und dann nicht so extrem glowy ist. Vor allem, wenn man dann schon so viele Serien und so drunter benutzt. Das kommt aber auch bei mir dann immer drauf an, was ich an dem Tag haben möchte. Ob ich lieber matt sein will oder halt eben lieber glowy. Was ich auch noch aufgebe und ich schwöre darauf, auch wenn es das glaube ich gar nicht mehr gibt. Aber das hier macht mit Abstand den meisten Glow. Ich habe momentan nichts in der Schminksammlung, was mehr Glow abgibt als das hier. Und das ist von Essence, das Vintage Beach Multipurpose Oil. Und ich liebe es. Ich liebe es wirklich. Also ich zeige es euch dann in der Nahaufnahme, aber es gibt wirklich nichts Besseres als das. Und es ist halt eben auch sehr flüssig. Aber das hier ist wirklich nochmal eine ganz andere Art von Glow. Also wirklich, wenn ich mich dazu entschließe, einen Tag wirklich Glow zu tragen, dann benutze ich wirklich das hier. Auch das trage ich super oft alleine bzw. einzeln ohne Foundation. Und meine normale Tagescreme ist auch von Akko, diese Face Day Cream. Und ich habe davon auch noch die Nachtversion. Die Nachtversion nutze ich tatsächlich etwas seltener, weil ich irgendwie nie dran denke, nach dem Abschminken mich noch irgendwie einzucremen. Deswegen ist tatsächlich die hier ein bisschen mehr in Gebrauch. Ich habe auch noch so einen Cleanser von denen. Den benutze ich dann immer mit so einer Reinigungsbürste zusammen, was für mich super funktioniert, weil das dann nochmal diesen ganzen Foundation-Dreck und so aus der Haut holt. Also ich persönlich bin echt begeistert davon. Ich bin auch wirklich froh, dass mir damit auch gute Sachen zugeschickt wurden. Denn ich habe tatsächlich auch schon Sachen zugeschickt bekommen, wo ich euch noch gar nicht gezeigt habe, aber auch einfach, weil ich die dann doch nicht so gut fand. Also ich überlege mir immer ein paar Mal, ob ich die Sachen gut finde oder nicht. Außer ich weiß, ich werde sie benutzen und ich will dann mit euch so eine Art Review dazu machen, beziehungsweise es mit euch das erste Mal benutzen, wie zum Beispiel bei VVK, wo ich dieses Ding hier benutzt habe. Aber das mag ich wirklich sehr, sehr gerne. Das ist für mich auch ein Jahresfavorit in meinem Hairstyling. Dann gehe ich jetzt auch schon mit euch über in Foundation. Und da habe ich mich für zwei entschieden, obwohl es mir wirklich sehr, sehr schwer gefallen ist. Ich habe aber noch im Vergleich dazu eine Higher-End-Variante. Die habe ich euch auf jeden Fall noch nicht gezeigt zu dem Zeitpunkt, wo ich das jetzt drehe. Sollte aber bald hochkommen, weil ich das, ich glaube, vor dem Black Friday geholt habe oder während. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich zeige es euch einfach mal als erstes. Und zwar ist das von Dior, diese Forever Skin Glow Foundation. Oh mein Gott, diese Foundation benutze ich momentan auch so oft. Das ist nochmal so ein bisschen, ich würde sagen, Medium Coverage. Also wenn ich das jetzt mit denen vergleiche, die ich allgemein alle drei hier stehen habe, ist das wirklich so die mittlere von den dreien. Dann habe ich auch eine Full Coverage Foundation und die habe ich auch heute drauf. Das ist von Lavera, diese Compact Foundation. Und die liebe ich. Ich habe sie euch schon als Beitrag mal gepostet gehabt. Ich muss sie einfach hier nochmal mit reinnehmen, weil ich die so wahnsinnig gut finde. Ich glaube, ihr könnt gar nicht mal erkennen, dass da schon so eine richtige Kuhle drin ist. Ich liebe sie wirklich. Also das ist wirklich für mich mein Holy Grail, wenn ich wirklich eine intensive und krasse Deckkraft haben möchte, wirklich. Und bei Light Coverage habe ich mich dazu entschieden, euch die Nabla Skin Realist Foundation zu zeigen. Für mich ist Nabla dieses Jahr wirklich irgendwie die Marke des Jahres geworden. Ich habe so viele neue Sachen von Nabla ausgetestet und bin einfach nur begeistert. Irgendwie hat mich Nabla dieses Jahr wirklich so extrem gepackt, dass ich das gar nicht anders beschreiben kann. Dann komme ich mit euch auch schon zu Concealer und da habe ich mich auch für zwei entschieden, die aber jetzt preismäßig gar nicht mal so weit auseinander sind. Ich habe einmal den True Skin Concealer von Catrice genommen, den mag ich auch sehr, sehr gerne und habe mich andererseits noch für den e.l.f. Hydrating Camo Concealer entschieden.
lieb ich beide sehr. Das sind wirklich meine liebsten Concealer dieses Jahr gewesen. Den hier habe ich schon ein bisschen länger. Deshalb würde ich auch fast sagen, dass er mir besser gefällt, weil ich ihn halt besser kenne und besser weiß, wie ich mit ihm arbeiten muss. Aber der ist auch wirklich sehr, sehr gut. Den habe ich seit meinem e.l.f. Cosmetics Full Face Make-up und ich bin wirklich sehr begeistert, muss ich sagen. Dann kommen wir mal zu Setting Puder. Und da habe ich mich auch von Catrice für das True Skin Mineral Loose Powder entschieden. Und das mag ich auch wirklich sehr, sehr gerne. Ich benutze es zwar nicht oft momentan, weil ich echt viele Setting Puder habe. Aber das ist tatsächlich eins, was mir wirklich extrem in Erinnerung geblieben ist, weil ich das auch schon relativ lange daheim habe, genauso wie den True Skin Concealer. Und ich ihn wirklich sehr, sehr oft dieses Jahr benutzt habe. Nur im Moment ist er gerade nicht so viel in Gebrauch, aber es hat mich sehr gefreut, ihn mal wieder für das heutige Video und den heutigen Make-up-Look zu benutzen. Und es hat sich definitiv bestätigt, dass ich ihn immer noch sehr liebe. Und dann noch ein Puder, das ihr noch nicht kennt, weil ich euch das noch nicht gezeigt habe. Ich aber finde, ihr solltet das unbedingt jetzt kennenlernen, ist das Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Finish Powder. Arschteuer, wirklich arschteuer. Aber tatsächlich leider das Geld wert, so ehrlich ich jetzt leider sein muss, denn leider ist es wirklich so, es ist teuer, aber es ist wirklich unglaublich gut. Ich glaube, das kostet an die 40, 45 Euro, was eigentlich echt bescheuert ist, so viel Geld für ein Puder auszugeben. Aber ich wollte das einfach testen und deshalb musste ich es mir kaufen, egal was der Preis war. Und ich habe auch, glaube ich, durch Black Friday einiges sparen können, aber es hat mich wirklich sehr begeistert. Es macht wirklich ein Airbrush-Finish auf der Haut. Also der Name passt hier wirklich on point. Dann gehen wir mal über zu den restlichen Face-Produkten und ich habe wieder einige Sachen und auch hier ist Nabla sehr stark vertreten. Ich habe jetzt einfach mal alle Skin-Glazing-Produkte mit reingepackt. Auch wenn ich die jetzt heute nicht benutzt habe, sind diese Produkte wirklich dieses Jahr für mich eine große Bereicherung gewesen. Ich bin sehr froh, dass ich sie ausgetestet habe. Die Farben sind sehr schön, die Textur gefällt mir sehr gut. Ich würde sie jetzt aber nicht auf Platz 1 setzen, denn ich habe da noch andere Produkte, die ich euch zeigen will. Allerdings noch ein Blush, den ich heute benutzt habe, der mir auch sehr krass in Erinnerung geblieben ist, weil ich die Farbe mag und ich denke, ihr könnt es auch sehen, ist von Milani dieser Luminoso Blush, das ist die 05. Ich finde ihn richtig schön und ich kann absolut verstehen, warum das so ein YouTube-Hype-Produkt ist, denn die Farbe ist wirklich perfekt und ich finde tatsächlich, dass sie auch vielen Hauttypen passen wird. Und jetzt kommen wir zu meiner Nummer 1 und ich habe wirklich lange überlegt, weil ich den Preis immer noch übertrieben finde. Allerdings finde ich ihn mittlerweile gerechtfertigt, weil ich kann nicht auf die Produkte verzichten und werde sie auch weiterhin leider benutzen müssen, egal wie teuer sie sind. Und zwar sind es von Hatice Schmidt Labs die beiden Produkte, einmal der Bronzer und einmal der Highlighter. Ich bin wirklich begeistert. Also der Highlighter ist wunderschön, ich habe den auch heute drauf. Ich denke, ihr könnt diesen Glow erkennen. Und die Farbe ist einfach unglaublich schön. Also es ist wirklich so ein Erwachsenen-Glow, was Hattie halt auch eben wirklich vertritt. Und obwohl sie so teuer sind, finde ich es absolut angemessen, wenn man auch weiß, dass man sie benutzen wird. Und in meinem Fall, ich denke, ihr könnt es hier erkennen, das Pressing ist fast weg. Also ich bin wirklich sehr begeistert von den Produkten. Die Bronzerfarbe ist für mich perfekt auf meiner Haut. Guckt euch das mal an. Also für mich persönlich reicht das vollkommen. Wenn es jetzt noch dunkler wäre, fände ich es nicht mehr schön. Wir machen jetzt erstmal noch mit den Lidschatten-Bases weiter, denn ja, ich habe mehrere. Obwohl mein Urban Decay Eyeshadow Primer Potion eigentlich Platz 1 ist, habe ich sie nicht mit reingenommen, denn ich bin tatsächlich der Meinung, dass es zwei Produkte gab, die ich dieses Jahr wirklich mehr benutzt habe. Ich benutze die Eyeshadow Primer Potion eigentlich nur noch, wenn ich weiß, ich habe einen wichtigen Anlass und da muss wirklich alles on point sitzen. Ansonsten nehme ich wirklich eine andere und das ist halt auf dem ersten Platz definitiv die Eyeshadow Base von Merve und Essence. Hält mein Lidschatten genau da, wo es soll. Und der Pluspunkt, den ich bei ihr habe, und das habe ich leider bei der Urban Decay Eyeshadow Primer Potion nicht, ist, dass die hier noch Deckkraft hat und das ist mir mittlerweile wichtig geworden, sogar sehr wichtig, weil ich das halt bei dieser Eyeshadow Base wirklich lieben gelernt habe. Auf zweiten Platz ist die Oscar Atom Eyeshadow Base. Die benutze ich immer, wenn ich wirklich krasse und bunte Looks schminke. Ich liebe es, dass die weiß ist. Sie hält auch bei mir den Lidschatten da, wo er sein soll. Und das, obwohl ich Schlupflider habe. Also für mich zwei Influencer-Produkte, die dieses Jahr definitiv gewonnen haben. Und deswegen habe ich sie auch mit reingenommen, weil wenn ich sie nicht gut finden würde,
würde ich die euch definitiv nicht zeigen. Und die dritte, das würde ich aber komplett ausklammern aus der Kategorie, ist der NYX Glitter Primer. Den habe ich auch heute verwendet. Ich habe auch Glitzer drauf, wie ihr erkennen könnt. Also den liebe ich, den benutze ich, wenn ich Schimmer intensiver haben möchte oder wenn ich halt eben Glitzer aufgebe. Ich bin absolut begeistert. Ich finde, das ist ein Produkt, den jeder, wirklich jeder Make-up-Liebhaber daheim haben sollte, weil sonst weiß ich auch nicht, wie er klarkommt. Ich brauche das auf jeden Fall in meinem Leben und das ist auch schon meine zweite Tube. Jetzt kommen wir aber zu den Lidschatten. Und ich glaube, da sind einige Sachen dabei, die ihr vielleicht nicht erwartet habt, aber es liegt ja auch daran, in meinen Videos habe ich euch hauptsächlich die meiste Zeit immer die neuesten Lidschatten gezeigt und euch nie wirklich viel in meinem Alltag mitgenommen. Ich zeige euch ja wirklich ab und zu 15 bis 20 Minuten von einem YouTube vorgetretenen Video, was ich produziert habe, schon manchmal Wochen im Voraus. Und natürlich könnt ihr dann nicht nachvollziehen, was ich halt wirklich im Alltag benutze. Auch weil ich im Moment noch nicht so weit bin, dass ich euch viel in der Instagram-Story mitnehme. Ich habe es mir für nächstes Jahr fest vorgenommen, dass ich das tue. Und ich zeige euch jetzt einfach mal die, die ich wirklich im Alltag am meisten getragen habe. Ich würde sagen, ich fange mal an mit den Paletten in der Reihenfolge, wie ich sie ranken würde. Auf Platz 3 ist eine Palette, die ich aber definitiv am meisten von allen dreien benutzt habe. Ich setze sie aber auf Platz 3, weil ich sie hauptsächlich für etwas smokigere Looks benutze und das schminke ich tatsächlich nicht so oft. Hier ist auch das Schwarz mit drin, das ich eigentlich für fast alles benutze. Und zwar ist es von LA Girl, diese Palette hier, die heißt Keep It Playful. Das ist die Palette, die ich die meiste Zeit benutze. Wenn ich einen smoky Augenlook trage, dann ist es die. Ich habe einige Fotos damit gemacht. Auch mein Titelbild hier auf YouTube ist mit der hier geschminkt komplett. Ich liebe diese Palette und ich würde sie niemals hergeben. Das Einzige, was ich halt hier wirklich nicht so oft benutze, sind tatsächlich so die ganz hellen Farben beziehungsweise die Brauntöne. Also bei mir kommen tatsächlich eher diese untere Reihe komplett zum Einsatz. Und die hier oben sind halt nur nice to have, aber ich finde sie einfach perfekt. Also das ist auch so eine Palette, die würde ich immer mitnehmen, wenn irgendwas ist. Platz 2 bin ich wirklich am überlegen, weil ich mich zwischen den beiden Paletten gerade nicht entscheiden kann. Ich glaube, ich würde aber qualitativ die hier auf Platz 2 setzen. Und zwar kennt ihr sie von meinem NYX Full Face Make-up, die Ultimate Utopia Palette. Eine wunderschöne Palette. Ihr habt den Look damit gesehen. In der Kamera sieht sie noch so neu aus. Also ich habe sie wirklich oft benutzt und ich mag sie sehr. Vor allem diese krassen Grüntöne und so. Oh, die Palette ist einfach nur der Wahnsinn. Ich liebe sie. Also auch hier eine absolute Empfehlung. Für mich auch Jahresfavorit, weil ich sie dieses Jahr entdeckt habe und sie lieben gelernt habe. Und ich würde sie niemals wieder hergeben. Ich habe über ein Jahr rumgemacht und mir überlegt, ob ich sie mir wirklich kaufen soll. Weil sie halt auch 40 Euro kostet und ich das halt für Drogerie bzw. NYX einfach ein bisschen zu teuer finde. Aber es hat sich wirklich gelohnt und ich bin auch froh, dass ich da so lange mit gewartet habe. Auch wenn ich es bereut hätte, wenn sie dann schon aussortiert gewesen wäre. Aber ich bin trotzdem froh, dass ich gewartet habe, weil so konnte ich mir wirklich sicher sein, dass ich diese Palette unbedingt haben möchte. Und ja, ich bin happy damit. Platz 1 ist dann eben die Palette, mit der ich heute diesen Make-up-Look geschminkt habe. Und das ist von Catrice, diese Pro Slim Eyeshadow Palette. Die heißt Vintage Soul und ich liebe sie. Also das ist wirklich die Palette, die ich dieses Jahr am meisten benutzt habe. Diesen Ton hier oben, den Kaschmir. Ich liebe ihn. Das ist für mich die perfekte Palette. Ihr könnt selber den Look erkennen. Ich finde den so, so schön. Ich habe die wirklich oft benutzt. Also ich kann euch mal ein bisschen näher ranholen. Ich denke, ihr könnt erkennen, wie abgeranzt manche Lidschatten schon wirklich sind. Ich finde die so super toll. Qualitativ von den dreien auch wirklich am besten. Und das, obwohl es so eine günstige Palette ist. Also ich bin wirklich sehr, sehr froh, euch hier wirklich heute günstige Produkte zeigen zu können. Die teuren Produkte habe ich bewusst nicht mit reingenommen, weil ich habe zwar ein paar High-End-Favoriten an Lidschattenpaletten, allerdings habe ich die auch erst seit dem Black Friday dadurch auch noch nicht genug getestet, um sie einfach dieses Jahr mit reinnehmen zu wollen. Ich würde gucken, wie ich sie nächstes Jahr bis dahin benutzt habe und euch dann Bescheid geben, aber für mich im Moment einfach noch nicht wert genug, sie euch zu zeigen. Ich hatte auch noch an die Huda Beauty Rose Quartz Palette gedacht, allerdings habe ich die einfach nicht oft genug verwendet. Ich glaube bisher maximal dreimal. Also für mich
einfach nicht genug, um es als mein Jahresfavorit zu betiteln. Ich habe mich jetzt wirklich auf die beschränkt, die ich wirklich oft benutzt habe. Und dann zeige ich euch nochmal ein paar Sachen, die ich sehr liebe, würde ich auch definitiv niemals wieder hergeben. Und zwar sind es diese drei Glitterpaletten von Nabla. Allerdings habe ich die hier vorne am meisten benutzt, wegen dem pinken Ton hier unten. Das ist nämlich der, den ich fast immer benutze. Und auch heute. Ich liebe sie. Also das ist mit Abstand der coolste Glitzer, den ich jemals hatte. Und da sind wunderschöne Farben mit drin. Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass Nabla das vielleicht nochmal als etwas größere Palette rausbringt, wo dann wirklich vielleicht noch ein paar krassere Glitzertöne mit dabei sind. Vielleicht so wirklich blau, grün und so weiter. Aber auf jeden Fall eine Empfehlung, auch wenn sie sehr teuer sind, finde ich. Also 20 Euro für ein bisschen Glitzer finde ich schon viel. Allerdings lohnt es sich halt auch und deswegen kann ich nicht meckern. Dann habe ich mich hier noch für zwei Mascaras entschieden. Auch die hier habt ihr noch nicht gesehen. Das ist die Vicious Mascara von Nabla. Finde ich richtig gut. Und noch eine neue Sache, die ich sehr liebe. Die Roller Lash Mascara von Benefit. Auch die habe ich euch, glaube ich, noch nicht gezeigt. Bin mir aber nicht sicher. Die liebe ich sehr. Das Bürstchen ist toll. Ich persönlich finde, die beiden sind super. Ich weiß gar nicht, wie ich ohne die beiden hier leben konnte. Und die sind auch noch relativ neu. Also ich habe in diesem Jahr tatsächlich zwei neue Mascaras gefunden. Allerdings sind sie halt teurer als meine Baby Row Mascara von L'Oreal. Mein liebstes Augenbrauenprodukt dieses Jahr ist dieses Powder Duo von Catrice. Das ist dieses Clean ID Brow Powder. Und das hat halt eben so zwei verschiedene Hälften. Bei mir eben einmal schwarz und einmal braun. Damit kann ich am besten momentan arbeiten. Allerdings mag ich auch meine She Glam Palette sehr. Und die ist auch wirklich schon sehr abgeranzt. Das hier hat auch schon eine richtige coole. Ich glaube, das ist bald leer. Allerdings ist der Ton hier vorne ein Cremeprodukt. Und die beiden anderen eben Puderprodukte. Aber ich muss tatsächlich zugeben, dass ich, glaube ich, das hier ein bisschen mehr jetzt mittlerweile benutze als das hier. Das hat aber keinen persönlichen Grund, sondern einfach, weil ich glaube, dass ich ein bisschen zu faul bin, irgendwie immer die rauszukramen, weil das hier halt irgendwie als Pöttchen kleiner und transportabler ist. Dann ein Eyeliner, den ich die letzten Wochen sehr viel benutzt habe, ist auch von Shein, so ein Glitzer-Highliner, also nicht Glitzer, aber die Verpackung halt. Der malt natürlich schwarz und den benutze ich jetzt gerade immer so als Untergrund, wenn ich mir halt Wimpern aufklebe, weil an sich benutze ich ja eigentlich keine Eyeliner. Und dann kommen wir nochmal vorzugsweise zu den beiden Liquid Lipsticks. Also einmal den hier, den habe ich heute drauf. Den trage ich wirklich die letzten Wochen noch rauf und runter, weil ich diesen lila Ton wunderschön finde. Und ich denke, ihr könnt es auch sehen. Also für mich die perfekte Farbe, auch gerade in Kombi zu dieser Lidschattenpalette. Also ich mag die wirklich sehr, außer den hellen Ton von Ivy Cruise. Aber der hier ist wirklich sehr, sehr schön. Und dann habe ich hier noch als ein Vorzeigemaskottchen für die allen anderen, für die anderen Superstay Matte Inks, ist halt eben die Farbe hier, die 65 Seductress. Ich habe aber noch andere da, also ich liebe sie einfach. Ich habe halt nur den jetzt rausgekramt, weil ich tatsächlich finde, dass es die Farbe ist, die ich am meisten trage. Eine riesengroße Empfehlung, falls ihr günstige Liquid Lipsticks sucht. Was ich jetzt fast noch vergessen habe, bevor ich mich von euch verabschiede. Ich habe natürlich auch noch zwei Setting Sprays, die dieses Jahr sehr wichtig für mich waren. Und zwar ist es einmal dieses Ofra Rodeo Drive Highlighter bzw. Face and Body Mist. Hat einen richtig geilen Glow und den zeige ich euch mal. Den habe ich auf jeden Fall sehr oft die letzten Wochen benutzt. Schaut euch mal diesen Effekt hier drin an. Also ihr werdet definitiv glänzen. Das ist für mich das mit Abstand beste glowige Setting Spray, was ich bisher gefunden habe, wenn ich ehrlich bin. Und eins, was ich aber richtig gut finde, was die Haltbarkeit und das matte Finish betrifft, ist von L'Oreal dieses Infallible Magic Setting Spray. Das erinnert mich wirklich sehr arg an das All-Nighter Setting Spray von Urban Decay. Auch wenn ich nicht nachweisen kann, dass es genau die gleichen sind. Aber vom Geruch her und vom Finish her erinnert es mich wirklich sehr stark daran. Also, wenn ihr findet, dass das Setting Spray von Urban Decay zu teuer ist, könnt ihr ja mal nach dem gucken, weil das kostet so viel wie die Reisegröße von dem Urban Decay. Also guckt mal danach. Ich finde das richtig, richtig gut, muss ich sagen. Und das waren dann auch jetzt hiermit meine Jahresfavoriten. Und ich bin so happy, dass dieses Jahr vorbei ist, auch wenn es mir sehr viele neue Türen geöffnet hat, auch was YouTube betrifft. Ich bin so gespannt drauf, was nächstes Jahr alles passieren wird, weil ich natürlich auch hoffe, dass sich YouTube noch viel, viel mehr weiterentwickelt. Ich hoffe, dass auch einige neue Kooperationen bzw. Zusammenarbeiten entstehen werden, dass ihr mir natürlich erhalten bleibt und ihr
auch als Community mit mir zusammen wachsen werdet. Das wäre mir so wichtig. Ich habe so viele Wünsche und Vorstellungen für nächstes Jahr. Ich bin so gespannt drauf, wie sich das umsetzen lassen wird. Ich bin wirklich aufgeregt und ich freue mich einfach auch, dieses Jahr abzuschließen, weil es für mich irgendwo ein komplettes Auf und Ab der Gefühle war. Ich weiß nicht, wie war es denn für euch? Wie empfandet ihr denn das Jahr? Also ich war wirklich ein bisschen so auf und ab. Es waren gute Sachen, es waren aber auch negative Sachen. Auch wenn ich von Glück reden kann, dass Corona nicht wirklich viel meine Familie jetzt betroffen hat. Aber es ist halt alles so ein bisschen schwierig, finde ich. Ich bin einfach nur froh, wenn das Jahr wirklich jetzt vorbei ist. Und wir hoffentlich alle mit neuer Energie in das neue Jahr starten können. Schreibt mir mal gerne, was eure Wünsche und eure Vorstellungen für nächstes Jahr sind. Habt ihr zum Beispiel vor, irgendwas beruflich neu zu machen? Oder wollt ihr irgendwas Besonderes durchziehen? Irgendein Lebensziel, was euch wichtig ist, unbedingt nächstes Jahr umsetzen zu können? Das würde mich echt mega interessieren. Ich würde mich sehr freuen. Und natürlich auch, wenn ihr bis nächstes Jahr und danach noch viel, viel länger mit mir dabei bleibt und wir uns gemeinsam noch aufbauen werden. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich danke euch sehr fürs Reinklicken. Danke für jegliche Unterstützung, die dieses Jahr von euch schon stattgefunden hat. Und wir sehen uns dann nächstes Jahr hoffentlich gut durchgerutscht wieder. Tschüss!